Hallo und herzlich willkommen bei Antworten aus der Bibel. Du bist alleinerziehend und dabei herausgefordert. Dann schau dir dieses Video an. In einer Zeitung las ich kürzlich, sie seien die stillen Leidenden unserer Gesellschaft, die Alleinerziehenden. Statistiken sagen, dass jede fünfte Mutter oder Vater alleinerziehend ist. Nicht alle, aber viele alleinerziehende Eltern laufen dabei am absoluten Limit. Wenn du selbst betroffen bist, dann weißt du bestimmt, wovon ich rede. Häufig fängt das mit den Finanzen an. Viele Alleinerziehende, die kämpfen mit Geldsorgen und müssen jeden Rappen zweimal umdrehen, können sich keine Freizeiten für ihre Kinder leisten und versuchen verzweifelt nicht vom Sozialamt abhängig zu werden. Die Erziehung der Kinder, die lastet alleine auf deinen Schultern. Du kannst nicht abends mit deinem Partner besprechen, wie du in dieser oder in jener Situation reagieren sollst. Als Alleinerziehender musst du auch 1000 Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Arbeiten, um Geld zu verdienen, das Auto zur Reparatur bringen, den Haushalt schmeißen, unbeschwert Zeit mit den Kindern verbringen, Hausaufgaben mit ihnen machen, etc. etc. Kein Wunder, fühlst du dich manchmal wie eine Ertrinkende, die verzweifelt versucht, den Kopf über Wasser zu halten und in all diesen Herausforderungen nicht unterzugehen. Du fühlst dich auch ständig Vorurteilen deiner lieben Mitmenschen ausgesetzt. Wenn zum Beispiel dein Kind in der Schule schwierig tut, dann heißt es gleich, ja, ist ja klar, hat keinen Vater. Du setzt dich dadurch auch unglaublich unter Selbstdruck, stellst hohe Anforderungen an dich und deine Kinder. Gleichzeitig machst du dir auch Vorwürfe. Was bin ich nur für eine Mutter, dass ich nicht zu Hause bin, wenn mein Kind heimkommt? Zu all den äußeren Herausforderungen kommt auch noch hinzu, dass du dich nicht nur allein erziehend, sondern auch allein gelassen fühlst. Das, was dir helfen würde, wäre doch die Liebe. Du sehnst dich nach einem Partner, der dich wertschätzt, der dich unterstützt und dich einfach liebt. Doch die Person, die dir das geben sollte, die ist nicht da. Vielleicht brodelt da tief in dir drin auch zusätzlich noch dieser Groll gegen deinen Mann, der dir das alles angetan hat. Manche schaffen es, die Vergangenheit loszulassen und weiterzugehen, aber viele werden von diesem Groll innerlich aufgefressen, wie von einem bösartigen Tumor. Sie fühlen sich einsam, alleingelassen, nicht verstanden und in unserer Gesellschaft nicht wahrgenommen. In diese Situation hinein möchte ich dir eines sagen. Gott sieht deine Situation, er kennt deine Kämpfe, er weiß, welche Lasten du trägst. Gott liebt dich und will dir helfen. Ich möchte dir folgendes Gebet von David aus Psalm 18 vorlesen. Hier steht: Ich liebe dich, Herr, du bist meine Kraft. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter. Mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Gepriesen seist du, Herr, wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich von meinen Feinden gerettet. David sagt hier, wenn ich zu Gott um Hilfe rufe, dann wird er mir helfen. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr mit Gott gesprochen. Vielleicht denkst du, wie kann ich jetzt, nachdem ich all die Jahre habe Gott links liegen lassen, etwas von Gott wollen? Doch hier steht, der Herr, und damit ist Jesus gemeint, ist mein Retter. Jesus ist dein Erretter. Jesus hat am Kreuz für deine Sünden bezahlt, für alles, das dich von Gott trennt. Wenn du an diesen Jesus glaubst, wenn du seine Vergebung für dich in Anspruch nimmst, dann kriegst du direkten Zugang zu Gott. Dann kannst du jederzeit, so wie du bist, zu Gott kommen und mit ihm sprechen, ihm erzählen, was dich beschäftigt und ihn um Hilfe bitten. Und er wird dich nicht misstrauisch anschauen und sich überlegen, was er von dir halten soll und ob du es verdient hast, in seine Nähe zu kommen. Er wird dich voller Freude und Liebe anschauen und dir seine Arme entgegenstrecken. Hier steht auch, Gott ist meine Kraft. Gott ist derjenige, der dir in all deinen Herausforderungen neue Lebenskraft, neue Motivation und neue Freude geben kann und will. Und dann steht hier auch, Gott, der Herr, ist mein Fels und meine Festung. Weißt du, alles auf dieser Welt ist zerbrechlich. Keine Freundschaft, keine Beziehung hält garantiert. Aber Gott ist der Fels. Wenn alles wegbricht, wenn alle dich verlassen, Gott bleibt. Er ist der Boden unter deinen Füßen. Und dann steht hier, Gott
ist ein starker Helfer. Und ich glaube tatsächlich, dass Gott dir in den Herausforderungen, in denen du als Alleinerziehende stehst, dass er dir darin helfen kann. Wirf alle deine Anliegen, alle deine Sorgen, deine Probleme auf Gott. Er ist nicht bloß eine schöne Theorie, sondern Gott hat Arme, um zu helfen. Und dann steht hier, wenn ich zu dir um Hilfe rufe, dann werde ich von meinen Feinden gerettet. Hast du schon einmal zu Gott um Hilfe gerufen oder versuchst du es noch mit deiner eigenen Kraft? Wie viele Menschen kenne ich, die murksen sich so vor sich her und sind einfach zu stolz, um zuzugeben, dass sie Hilfe von oben brauchen könnten. Überwinde diesen Stolz. Komm zu Jesus, lade ihn in dein Leben ein. Auf meiner Webseite gabrielhaessler.com findest du den Menüpunkt Jesus folgen und dort erkläre ich dir in aller Ruhe, wie du Jesus in dein Leben einladen kannst. Das war's von Antworten aus der Bibel. Ich danke euch fürs Liken, fürs Teilen und fürs liebevolle Mitdiskutieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye.